Entfernen, entfernen. Fertig. Ihr wollt, dass ich gehe, aber wir hatten doch so viel gemeinsam, so viel gute Zeit. Das ist wirklich ein trauriger Tag. Lebt wohl, echt schade, bla bla bla, der ganze Müll. So, und jetzt sagen wir ihm eben noch, dass er, wir können nämlich alle Leute irgendwo hinschicken und ich sammle die meisten. Genau, wartet bis dann beim freundlichen Arm, wir können die alle irgendwo hinschicken. Hör mal, eine Möglichkeit, wie ich für unsere Glücklichen viel nützlicher sein kann und das ohne noch mehr Zeit in der Gesellschaft von Narren verbringen zu müssen. Was? Ja, wir haben ihn jetzt halt zum freundlichen Arm geschickt und wenn wir ihn, das ist glaube ich auch erst durch eine Modifikation möglich, dass wir Leute in der Gegend rumschicken können. Auf jeden Fall ist er jetzt in der freundlichen Arm-Taverne und wenn wir ihn brauchen, finden wir ihn da. Also wenn wir ihn brauchen sollten. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, aber er ist auf jeden Fall da. Da schicke ich halt immer alle, die ich da hinschicken kann, hin und irgendwann ist die Taverne total voll. So, das war's jetzt hier. Wir haben den Zwerg. Wir könnten noch in das Gebäude gehen, wo die Spinnen drin sind, aber ich befürchte, dass die zu stark sind. Ich probiere es einfach mal aus, aber ich befürchte wirklich, dass sie noch zu stark sind. Was gibt es? Ah ja, Brigger, weil er einer der ersten Charakter, der durch eine Modifikation im Spiel ist. Ganz toll. Ja, das war, falls man es gehört hat, das war der Abfluss meiner Spüle. Wenn über mir jemand den Stöpsel zieht und viel Wasser durchfließt, dann durch strömungsmechanische Zustände kommt es dann zu einem Unterdruck bei mir im in diesem U-Rohr, wodurch dann diese lustigen Geräusche da kommen, falls man die gehört hat. Ich hoffe allerdings, man hat die nicht gehört. Weil wenn viel Wasser da dran vorbeiströmt, an einer seitlichen, an einem vertikalen Rohr, wo ein horizontales Rohr reingeht, nimmt da der Druck ab und wie gesagt, das zieht dann Wasser. Damit kann man auch Wasser hochpumpen, wenn man möchte. Also Schildkröte, wo ist euer Ziehvater? Wieso fragt ihr das? Er wurde ermordet, Bräger. Ich glaube nicht, dass es euch etwas angeht. Hört mal, ich habe euch nicht zum Reden mitgenommen. Können wir später darüber reden? Wir sagen immer, dass er ermordet wurde. Ermordet? Brotzok, was ist passiert? Bräger auf den neuesten Stand bringen. Nächtlicher Angreifer, mysteriöse Andeutung. Pah, ich glaube, ihr habt euch... Ihr habt euch euren ersten Ausflug in die Welt auch anders vorgestellt, was? Da habt ihr verdammt recht. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich endlich mal auf eigenen Füßen stehe. Mein Vater ist Todbräger. Wie könnte ich mir das auch nur am entferntesten vorgestellt haben? Ach, um ehrlich zu sein, gefällt mir die Vorstellung, niemand schaut mir ständig über die Schulter. Da hat er verdammt recht, da bin ich darauf vorbereitet, dass unser Ziehvater einfach mal so wegkrepiert. Ihr werdet bestimmt etwas Ruhe wollen. Vielleicht haben wir ja später Zeit zum Reden. Jetzt sollten wir schauen, dass wir weiterkommen. Ja, dann schauen wir doch mal. Wir können ja noch ein paar Quests machen, wir können... Ich weiß nicht, ob wir den Charakter, der hier drin ist, mal eben so platthauen können. Ich speichere mal und segne uns und hoffe, dass es was wird. Ja, so. Das ist jetzt der Gesegnungszauber, der uns plus 1 auf Rettungswürfe bringt und uns besser treffen lässt. So, jetzt kommt hier Mister. Ihr könnt davon ausgehen, dass ihr am Ende seid. Nehmt es bitte nicht persönlich, aber ich glaube, eure Zeit auf dem Schlammkugel hier ist abgelaufen. Nehmt den Mund nicht so voll, mein Freund. Verschwindet lieber, solange ihr noch könnt. Dieser Mensch hat Bräger vom Clan Bardoma an seiner Seite. Bardoma, pa, ein Haufen Schlammbeißer.
der sich mit Kobolden paart. Bird zuckt, das werdet ihr bereuen. Das werden wir sehen. So, alle auf ihn. So, er ist schon mal schwer verletzt. Er trinkt einen Heiltrank und er liegt im Staub. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, letztes Mal habe ich den, glaube ich, auf Schwierigkeitsstufe Mittel das erste Mal angegriffen und er hat eine kaputte Rüstung an. Ein Brief. Und noch eine Axt, die nehmen wir mal an uns. Was wollt ihr? Gucken wir doch mal. Dorians Brief, nein. Brief. Kopfgeld ausgesetzt. Ja, da steht das drin, was letztes Mal auch drin stand. Nur, dass das Kopfgeld mittlerweile von 200 Goldmünzen auf 350 Goldmünzen erhöht wurde. Darum will ich das jetzt nicht vor, um das eben kürzer zu machen. So, wir haben noch eine zweite Axt. Die können wir Bräger geben, der immer noch seine unsichtbare magische Axt in der Hand hat, wie immer am Anfang. Bauer, Bauer. Peredur. Lachluga. Ja. Oh, ich bin Holzfäller. Wenn ich doch sage, ich arbeite die Nacht und schlafe am Tag. Was? So, hier haben wir noch den Schankwirt. Da brauchen wir nicht. Ein Bauer, noch ein Bauer. Predur. Tulbor. Reden wir doch mit Predur. Perdur. Hallo, habt ihr zufällig hier in der Gegend so einen großen, ungehobelten Typen mit einem Hundekopf gesehen? Ein Hundekopf? Ehrlich gesagt, habe ich nicht. Wen interessiert das? Ein Hundekopf. Ich sag doch, ein Hundekopf. Und auf dem Maul stinken tut er wie eine Hyäne. Ein Borg, ein Gnoll, ein Kreischling. Aha, das war ein guter Kleiner. Tschüss dann. Ah, ja, ja. Kurz, natürlich. Womit kann ich dienen? Was wollt ihr denn? Nichts, guten Tag. Ja gut, dann halt nicht. Dann gehen wir hier wieder. Wir müssen hier noch mal gleich rein, weil wir hier jetzt eben erstmal alles so weit fertig machen, wie es geht. Und wir können eben noch mit Silke sprechen. Seid gegrüßt, Söldner. Ich bin Silke, eine außergewöhnliche Künstlerin. Vergebt mir, aber ich muss euch bitten, mich allein zu lassen. Ich warte auf jemanden und möchte nicht gestört werden. Bauer, Bauer. Noch ein Bauer. Garek. Reden wir doch einmal mit Garek. Seid gegrüßt, Abenteurer. Ich habe gehört, dass ihr ausgezeichnete Krieger seid. Und macht euch daher meinen Vorschlag. Möchtet ihr einen Leibwächter? Möchtet ihr die Leibwächter meiner Herrin sein? Tut mir leid, wir lassen uns nicht als Söldner anheuern. Wir sind immer auf der Suche nach Geld. Erzählt uns weiter. Erzählt uns mehr. Ja, wir sind auf der Suche nach Geld. Ich heiße Garek. Ich arbeite für Silke Rosanna. Sie ist die beste Musikerin der ganzen Schwertküste und wird noch vor Ende des Monats im herzoglichen Palast aufspielen. Leider, nun befindet sie sich seit einiger Zeit in Schwierigkeiten. Ein paar von Feldposts angeheuerten Schlägern haben mir übelst zugesetzt, weil sie nicht wie vereinbart in seinem Wirtshaus gespielt hat. Er kann ihr für ihre Fortbleiben kaum Vorwürfe machen, denn der Wirt dieser Feldpost ist ein ausgesprochener Schurke. Sie braucht Söldner, die sie beschützen, bis sie zum Aufbruch nach Baldurs Tor bereit ist. Sie wird 300 Goldmünzen für den Job zahlen. Was haltet ihr davon? Feldpost? Ein Schurke? Pah, übertreibt Bade, aber 300 Goldstücke ist eine Menge Geld, Schildkröte. Und es gibt das Geld bar auf die Hand. Also was sagt ihr? Tut mir leid, Junge, wir haben kein Interesse. Das klingt vielversprechend. Warum stellt ihr uns nicht eurer Herren vor? Ich bin überzeugt, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Wir treffen uns dann vom Gasthof Rote Gabe. Ah, wir werden automatisch. Schade. Ich wollte mich schon mal vorteilhaft hinstellen, aber nein.
Nein, darf ich natürlich nicht. Seid gegrüßt, Söldner. Ich bin Silke, eine außergewöhnliche Künstlerin.